Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Copy Turn of Industry. Weiter geht's. Mit der Reise Richtung Imbiss zum Imbissbude. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir fast alles haben. Wir haben hier relativ viel Mais, das wir dafür benutzen könnten. Glaube ich, hoffe ich. Ich bin gerade am Überlegen, ob das so sinnig ist, was ich hier veranstalte, aber egal. Weil diese stehen hier jetzt die ganze Zeit voll, hier diese vier. Da bin ich gerade am Überlegen, ob man das nicht auch irgendwie anders regeln kann. Aber das ist egal. So, nicht genug Wartung. Ey, wait a minute. Das ist Alarmstufe Rot. Also das ist Alarmstufe Rot. Das ist Alarmstufe Rot, Rot, Rot. Was fehlt dem denn hier? Fehlt Kupfer. Warum sind die Kupferfabriken alle am Stehen? Wir haben kein Kupfer mehr drin. Kann es sein, dass du hier aktuell gar kein Kupfer mehr am... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, ich sehe schon wieder das Problem. Die schütten sich halt wieder gegenseitig da. Die Welt schön. Die schütten sich halt hier wieder gegenseitig die Welt schön. Kommt da jetzt ein bisschen Kupfer raus? Ich glaube, so viel brauchten wir eigentlich nie. Da müsste nur ein bisschen... Ja, hier liegt sogar Abfall, Alter. Das ist ja... Also wenn die ein bisschen weiter runterfahren würden, würde da auch tatsächlich wieder... Kupfer erscheinen. Jetzt gehen sie halt die beiden da drüber. Das ist nicht so. Ah doch, da ist ein bisschen Kupfer drin. In einer der Schippen ist ein bisschen Kupfer drin. Heißt also. Aber verlassen wir uns da drauf. Also da war jetzt ein bisschen Kupfer drinnen. Hier kommt jetzt auch noch mal ein bisschen Kupfer zusammen. Okay, er macht gerade relativ viel Kupfer tatsächlich. Das ist gut. Die Seite ist nämlich auch so gut wie fertig. Dann lassen wir ihn doch einfach weiter schöppern, oder? Wir haben 11%. Wir haben 11%. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zwingend alles umstellen müssen. Ich bin der Meinung, nein. So ein bisschen kommt hier immer mal raus. So ein bisschen kommt hier immer mal. Ich glaube, ich würde es jetzt dabei belassen. Oder sollen wir tatsächlich die Produktion umstellen? Hast du hin und wieder ein bisschen Kupfer bei? Bis jetzt noch nicht. Er hat halt immer ein bisschen mal was bei. So minimalst. Ich bin ja am Überlegen, ob wir es hier einmal kurz abbrechen. Ich möchte es eigentlich nicht abbrechen, ich bin ehrlich. Wie gesagt, er hat ja hin und wieder so ein bisschen Kupfer bei, ne? Also da sogar ein bisschen mehr. Hier waren es jetzt 7. Er fährt sogar jetzt noch ein Stückchen näher dran. Hier ist nochmal 1. Hier wird gerade alles nachgeschüttet. Wird hier nochmal geschüttet? Nein, hier wird nichts geschüttet. Alles gut.
Was mich ein bisschen wundert, dass halt nichts nach unten kommt, ne? Okay, wir müssen es doch ändern. Ich glaube, wir müssen es ändern. Schade. Schade. Wir brauchen halt Kupfer. Ich habe gehofft, dass es so geht. Aber wir brauchen auf jeden Fall viel Kupfer. Und viel Kupfer kriegen wir hier aus dem Kupferberg. So. Okay. Müssen nur die LKWs kommen? Okay, ja. Jetzt dürfte ein bisschen was mehr reinkommen. Ja, leider hat nicht funktioniert. Wir müssen also den Berg gleich weiter unten oder die Grube hier ein bisschen gleich weitermachen. Das machen wir aber danach. Wir gucken mal ganz kurz hier jetzt, ob alles funktioniert. Langsam dürfte es dann wieder anlaufen. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Die Sachen gehen jetzt gerade ein bisschen kaputt. Dadurch, dass sie kaputt gehen, haben wir natürlich das Problem, dass es nicht so weiterläuft, wie wir eigentlich erwarten. So, aber Farm konnte nicht alle Weizen abernten, ja. Hier unten geht es halt auch nicht weiter, weil wir kein Kupfer haben, ne? Haben wir jetzt halt ein Problem, ne? Wir haben ein leichtes Problem. Also Kupfer ist jetzt auf jeden Fall wieder voll. Das bedeutet, da renne ich jetzt wieder. Oder anders, dürfte jetzt wieder anfangen zu rennen. Ich hoffe, es rennt schnell und gut. So. Okay. Wie viel brauchst du denn eigentlich immer? 24 Stück oder was? Ne, 4. Der braucht immer 4 Stück. Okay, da dürften doch jetzt alle einmal anspringen, oder? Ja, komm, du springst doch auch an. Perfekt. Dann würde das nämlich direkt weitergehen nach oben. Ein paar Sachen natürlich nach rechts hierhin zu dem. Die brauchen das nämlich auch ganz dringend, dass wir auch weiterbauen können. Aber Moment, wir machen erstmal so, dass es gerade eiliger. So. Wir brauchen nämlich Wartungspakete. Die sind halt direkt weg, ne? Sobald da irgendwas reinkommt, wird das einfach eingesogen. Aber richtig eingesogen. Flup macht das einfach nur. Allgemeiner Bedarf. Das wird einfach so weg inhaliert. Aber hey. Uff. Okay, es scheint wieder alles ein bisschen besser zu laufen. Ich sehe schon. Da kommen jetzt gerade richtig viel Kupfersachen ab, beziehungsweise hier die Elektrosachen raus. Es füllt sich, glaube ich, langsam. Natürlich muss jetzt erstmal wieder alles repariert werden. Okay, alles gut. Ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal so laufen. Der Bottich ist fast voll. Wenn der Bottich und der Bottich voll ist, dann werden wir wieder den Tunnel weitergraben. Das Landstück ist übrigens auch so gut wie fertig. Also das Wasser ist bald weg. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. So, wir haben 1%. Heißt also, es steigt. Wir haben 2%. Guckt, es steigt. So, gut. Wir gehen wieder runter zu unserem eigentlichen Projekt. Wir wollen ja eigentlich Essen herstellen. So. Wo wollte ich jetzt hin? Da wollte ich hin. Genau. Was passiert hier? Achso, ja, alles gut. Ich war jetzt kurz am Überlegen, was hier passiert. Ob das richtig ist. Aber war richtig. Okay, wir brauchen die Frittenbude. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Wait a minute. Wir brauchen hier gar keine Frittenbude. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das Ding auch wieder irgendwie läuft. Das machen wir mal ganz kurz weg. Wir brauchen ein bisschen. Okay, jetzt haben wir langsam Probleme hier. Haben wir. Desinfektionsmittel. Wir wollten doch mal die Kacke hier bauen, ne? Medizinische Ausrüstung. Brauchen wir Stahlkunststoff? Hatten wir das? Hier ist das Kunststoff. Wir bräuchten hier nur Stahl hin. Moment. Wo können wir das drin bauen? Überall. Perfekt. Das heißt, Montage 3 hier hin. Dann medizinische Ausrüstung. Ach, scheiße. Ich bin wieder am Schlafen. In vielen Dingen. In vielen Dingen bin ich gerade am Pennen. So. Und wir brauchen ein kleines Lager mit Stahl. Ich sag dir ein kleines. So. Einmal das, einmal das. Wir lassen hier weiterlaufen. Stahl. Vollhalten mit 13. Dann haben wir nämlich die. Und dann können wir aus denen die medizinischen Produkte machen. Die können wir auch in der Montagegruppe bauen. So. Montagegruppe 3. Upsala. Montagegruppe 3. Das machen wir hier hin. Und dann machen wir hier die medizinischen Sachen da. Dann machen wir hier ein kleines Lager hin. So. Ist auch ein bisschen was größer, aber passt schon. So, das mit dem verbinden. Das mit ihm verbinden. Und das mit. Können wir da drauf, bitte? Hier wird nichts verbunden, mein Freund. So, jetzt kannst du verbinden, was du willst. Ist das. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Nee, das ist schon. Nee, lass das. So. So. Okay, das. Wir brauchen auf jeden Fall das Zeug schnell liefern. Da werden nämlich die ersten hergestellt, das ist gut. So, wir müssen mal ganz kurz nach oben. Barker kann Ziel nicht erreichen. Ja, du mich auch. Du mich auch. Wir müssen mal eben den Weg wieder umschlagen. Wo habe ich denn den gecuttet? Den habe ich hier gecuttet, glaube ich. Nee, wo bin ich denn? Da wollte ich hin. Hier habe ich das gecuttet. Den drehen wir wieder. Weil die 2, 3, 4 laufen gut. Wir haben wieder 17%, alles easy. Wir brauchen halt jetzt Baumaterialien. Wir kümmern uns gerade wieder um 12 Baustellen auf einmal. Ich merke das gerade, aber shit happens. Wir müssen leider. Das hier unten ist gerade das Wichtigste. Dass das hier irgendwie ans Laufen geht. So. Das ist gerade das Wichtigste von allen. Priorität hoch. Priorität hoch. Genau, wir brauchen nämlich die medizinischen Einrichtungen. Ich hoffe, dann geht es den Menschen hier wieder ein bisschen besser. So, hier bauen wir schon mal ein Lager wieder hin. Ein mittleres. So, und hier sagen wir, medizinische Ausrüstung bitte vollhalten. So, okay. Weil das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesehen. Habe es mir aber irgendwie nur gedacht, ja, wird. Warum ist ja oft passiert?
Wird schon funktionieren. Wird schon klappen. Ja. So. Okay. Gut, die fangen jetzt an zu produzieren. Da wird jetzt einiges hoffentlich rauskommen, so schnell wie möglich. Okay, dann sollten wir das hier endlich mal zu Ende bauen. Und das da und sowas hier. Wie sieht das eigentlich jetzt aus? Also er hat hier mehr als genug. Kriegen wir hier überhaupt ein bisschen Dünger rein? Das kommt ja gar nichts durch. Warum läuft hier nichts? Weil kein Kompost da ist. Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Da läuft nämlich jetzt gar nichts mehr. Okay, das ist alles nicht so geil. Ich bin ehrlich. Die sind auch schon wieder fertig. Alter Schwede, ey, die geben aber auch ein Tempo vor. Deswegen, bitteschön. Da habt ihr jetzt auf jeden Fall mal was zu tun, würde ich behaupten. Bis ihr das fertig habt, dürfte ein bisschen Zeit ins Land gesprungen sein. Wir machen das auch komplett groß. So. Okay, und lassen das einmal abschüppeln. Ihr kommt alle nicht an euer Ziel ran. Warum auch immer. So, das brechen wir einmal ganz kurz ab und sagen hier weiter wieder. Wir sind hier unten auf 15. So. Dann kriegt er das schon mal. Und ihr kriegt den hier wieder. Nee. Kriegen wir das irgendwie wieder hin? Ja, so. Okay, perfekt. So. Jetzt müssten sie eigentlich runterfahren, hoffe ich doch. Jo, 1, 2, 3. Dann fahren sie wieder runter. Wir haben gerade genug Kupfer drin. 2000 Stück haben wir noch. Das dürfte erstmal reichen für die nächsten Tage, hoffe ich. So, die bauen wir auch mal ganz kurz fertig, dass hier das Brot wieder hergestellt wird. Wir machen hier ein Lager hin für Brot, ein großes sogar. Sowas, also einen richtigen Palast an Lager. So, Schnelllieferung. Somit haben wir auch alles am Laufen und brauchen da uns nicht mehr drum zu kümmern. Also Brot wird geliefert, Brot wird hergestellt, alles easy. Okay, also mehr oder weniger alles easy. Ganz leicht ist es hier immer noch nicht. Das werden wir nämlich jetzt mal erfahren. Also, ich habe mich ja eben beschwert tatsächlich, dass hier eigentlich so viel Obst und Gemüse rumliegt. Gemüse. Was können wir mit dem Gemüse machen? Wir brauchen hier Kompost. Wir können das Gemüse zu Janix machen. Also doch ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Und das Obst könnten wir auch zu nichts machen. Das ist halt schon sehr wenig, muss ich sagen. Ne? Also 0,67 Kompost aus 8 ist halt nichts. Es ist halt nichts. Das muss man ja leider mal so gestehen, wie es ist. Es ist einfach nichts. Okay, wir könnten Weizen und Mais dazu verdonnern. Biomasse, aber das ist klar. Weizen und Mais. Aber Weizen und Mais, mal ganz ehrlich, da unten das Brot, das läuft und läuft und läuft. Ja, müssen wir uns mal was überlegen. Ich weiß nur noch nicht ganz genau was. Das ist mein Problem. Ich weiß nur noch nicht ganz genau was.
Also, wie sieht die Grube aus? Die Grube wird gerade fleißig leer gemacht. Kriege ich die hier eigentlich gerade oder fällt das alles runter? Das müsste man doch mal testen. Das kriegen wir, glaube ich, gerade, ohne dass es runterpurzelt. Oder? Da purzelt es auch sehr viel runter. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Na gut. War ein Versuch wert. Okay, ja. Apropos, ja. Wir haben hier relativ Sachen. Für die Bohrinsel ist alles geladen. Welche habe ich denn abgegradet? Verbessern oder was? Nee, die nicht. Oder ist es die? Oder bist du es? Fracht ausliefern. Die ist es. Yippie. Weg mit dir. Okay. Ja, und dann sind wir schon wieder soweit. Es geht rasend schnell. Aber wir kommen kein Stück weiter, ich bin ehrlich. Ich sage aber, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Tschüss.